Weihnachtsausstellung im Heimatmuseum. Diesen Sonntag wird in Dissen die Engel-Janzel-Ausstellung eröffnet. Hier findet man verschiedene Engel, die von Künstlern der Region gestaltet wurden. Besucher können Figuren oder Bilder erwerben und kreative Köpfe am ersten Advent selbst einen kleinen Holzengel basteln. Ab 15 Uhr sind sie in der Dissener Kirche zur Eröffnung herzlich eingeladen. Vollsperrung. Ende November bis Anfang Dezember ist die Defke-Straße gesperrt. Hier gibt es eine Leitungsverlegung für Trink- und Abwasser. Die Straße ist dann nur aus Richtung der Karlstraße zu befahren. Die Defke-Straße wird als Einbahnstraße aufgehoben und von der Karlstraße zur Sackgasse ausgeschildert. Lions Club auf dem Weihnachtsmarkt. Wie jedes Jahr ist der Lions Club mit seinem Stand diesmal wieder dabei. Vor dem Sorath Hotel werden Bratwurst und Glühwein verkauft. Mit dem Geld fördert der Lions Club soziale Projekte. Am 1. Dezember ist dann das Ensemble Pfiffikus zu Gast. Beginn ist um 16:30 Uhr.